Hey Kinders, was geht bei euch ab? Die letzten paar Tage, vielleicht sogar schon Wochen, werde ich immer wieder mit Fragen bombardiert, wie es denn bei mir mit Valorant aussieht, aka Project Alpha, wobei, glaube ich, Valorant der richtige Name ab jetzt wohl ist. Ob ich es spielen werde, ob wir es spielen werden und ob das Spiel dem Hype gerecht wird und so weiter und so fort. Einige haben mir zu einer Gameplay-Aufnahme geraten, die ich mir jetzt mal anschauen soll und so ein bisschen halt, ja, gucken soll, wie der Hase so läuft, also was ich dazu sag. Wir gucken uns die Sache einfach mal an, natürlich Standard, ne? Alles ist noch in progress. So. Achso, da sind jetzt Voices von anderen dabei, die das gespielt haben. Ich lasse die aber einfach mal drin. Die sollten eigentlich ziemlich leise sein. Eben das Kaufmenü sah ja schon recht interessant aus. Ist ziemlich viel. Was jetzt aber auch nur im ersten Moment so ist. Also an sich ist das Ganze ja recht überschaubar. Mit den Sidearms, SMGs und so weiter. Da unten sind die Abilities. Da haben mir schon einige geschrieben, dass sie das eher blöd finden, sowas. Also, dass man in einem Shooter irgendwelche Abilities hat, so nach Overwatch-Manier. Aber ich denke, also wenn man jetzt hier gleich weiter guckt, ich habe mir das natürlich eben schon angeschaut, dass die Abilities ja jetzt gar nicht so schlimm sind. Sie wirken eher wie die Utilities, die man zum Beispiel auch in Counter-Strike hat. Also es gibt eine Art Smoke-Wand, wie man jetzt gleich sehen wird. Übrigens finde ich die Geschwindigkeit sehr langsam. Also ich finde, es wirkt ultra slow, wenn man die Bewegungen so sieht. Guckt euch mal den Teil hier an. Also er jumpt jetzt auch ein bisschen blöd rum, aber am Anfang, beziehungsweise im weiteren Verlauf, es sieht irgendwie langsam aus, aber vielleicht auch nur wegen den Vorvoreinstellungen oder dem Level-Design, das übrigens an sich schick ist, also das ist gut gemacht. Ähnlich wie auch bei Counter-Strike, der ganze wichtige Kram ist eher einfach hier unten in dem Bereich, ne? Und oben ist dann so ein bisschen fancy Shit, wie man hier oder auch in anderen Einstellungen besser sehen kann. Das ist natürlich eine schöne Art von Level-Design, so muss es sein. Er schaltet jetzt hier gerade durch. Wir gucken, hier kommt jetzt die erste Fähigkeit. Und zwar, ja, ich würde dazu einfach Smoke-Wand sagen. Ne? Es wirkt wie eine Smoke-Wand. Das nächste, was jetzt hier gleich reingeballert wird, ich nehme an, das war so eine Art Wachsamkeitsgranate oder ähnliches. Das kennt man ja auch von COD, glaube ich, und auch bei Rainbow Six. Weiß ich nicht genau, Rainbow Six habe ich eh kaum gespielt. Aber sowas gibt es ja auch in anderen Spielen als Granate. Ne? Du schmeißt die irgendwo rein und siehst die Feinde durch die Wand. Finde ich jetzt also auch nicht ultra tragisch. Und ja, diese Smoke-Wand ist an sich auch nicht großartig anders als eine normale Smoke-Granate. Bis auf die Form. Man sieht ja sonst ganz normales 5 gegen 5 Gameplay. Natürlich erinnert das an andere Competitive-Spiele, aber ich meine, Spiele jetzt wie zum Beispiel Counter-Strike, was da ja stark in der Debatte ist, haben ja auch nicht das Monopol auf 5 gegen 5, also von daher sehe ich das auch nicht tragisch. Das haben einige dem Spiel negativ angerechnet, diese 5 gegen 5 Sache, dass das abgekupfert wäre, aber das ist wirklich ein komplett falscher Gedanke. Das ist ja bei so vielen anderen Spielen so, das kann man wirklich nicht sagen. Hier war eben noch eine weitere Fähigkeit zu sehen, und zwar so eine Art, ist das eine Nade? Soll es oder ein Molly? Ist das vielleicht mit einem Molly vergleichbar? Eine gewisse Stelle wird, ich nehme an, mit Schaden oder sowas bearbeitet. Und als Gegner sollte man da erstmal nicht durchgehen. Vor allem, ob die da gerade gegen Menschen spielen. Das sieht alles irgendwie so easy aus. Das hier ist es, glaube ich, ne? Ne, doch, das ist das gleiche wie gerade eben, ne? Nur größer. Ist das größer? Sind irgendwelche in sich herumschwingenden Messer? Würde ich jetzt mit einer Molly vergleichen oder sowas? Oh, guck mal da. Das ist eine Drohne. Okay. Oh, Gottes Willen, Alter. Wer kreischt denn da rum? Oh! Oh, seht ihr, wie das live runtergeht? Oder die Waldfee? Ich würd gern wissen, wie groß dieser Schadenbereich war. Das schien ja riesig zu sein, wie sie da rumstehen. Alter, was ist das? Bestimmt ein Jumppad, oder? Oder ein Diepad, der ist einfach verreckt. Wurde abgeklatscht. Okay, also es ist auf jeden Fall, ne, es ist auf jeden Fall, auf jeden Fall begrenzt, aber sehr groß. Guck ich jetzt mal an, wie eine Gasgranate oder sowas. Aber es legt die nicht. Er ist eben auf 1 runtergefallen vom Live her und ist dann aber nicht gestorben. Guck mal, obwohl er noch drin steht. Also sofern das da unten links überhaupt das Leben ist. Ist es das Leben? Wahrscheinlich, ne? Obwohl, warum sollte das Leben steigen? Einfach so. Knapp. Man kann also auch Dinge diffusen. Ob es da jetzt verschiedene Modi gibt, weiß ich nicht. Ich bin generell selbst sehr wenig informiert über dieses Spiel. Aber der Grund, warum ich es eben mache, ist, wie gesagt, um auf die Frage zu antworten, ob ich das Spiel spielen werde, ob es ein Counter-Strike-Killer ist und so weiter und so fort. Also ja, ich werde das Spiel natürlich spielen. Auch im Stream werden wir das reinhasseln. Wir können uns auch gerne jetzt gleich im Stream noch drüber unterhalten, beziehungsweise später. Heute ist ja wieder um 22 Uhr Livestream mit Bambini. Da können wir gerne über Valorant sprechen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es ein Counter-Strike-Killer ist, weil es alleine schon von diesem Gameplay sich so sehr von Counter-Strike unterscheidet, dass ich mir zwar gut vorstellen kann, dass Counter-Strike-Fans auch Valorant spielen, gerne, so wie sie auch Apex, PUBG oder sonst was spielen. Aber wenn man Counter-Strike spielen möchte, dann spielt man Counter-Strike und nicht Valorant oder ähnliches. Also da habe ich eher weniger die Befürchtung, dass CSGO ausstirbt
oder sonst was. Ich bin gespannt, wie sich Valorant macht und freue mich natürlich auch drauf. Hab davor auch keine Angst, dass es halt irgendwas kaputt macht, was im Moment noch vorhanden ist, und bin einfach guter Dinge. Und das würde ich euch auch raten, dass ihr die ganze Sache so angeht. Und ist natürlich auch nicht im Vorfeld verurteilt für, oh, das ist aber Overwatch oder oh, das ist Counter-Strike oder LOL oder sonst was. Worauf ich übrigens auch sehr gespannt bin, sind die Stories zu den einzelnen Charakteren. Das habe ich nämlich schon vom Hörensagen erfahren, dass diese Charaktere eigene Background-Stories haben sollen. Da bin ich gespannt, wie sie die ganze Sache ausbauen, ob es dann auch einen gewissen Singleplayer-Teil gibt oder sonst was. Ja, mal schauen. Aber dieser 5 gegen 5 Modus sah ja schon mal ziemlich interessant aus. Soweit so gut. Ich gucke, dass ich mich noch ein bisschen einlese. Ihr könnt euch auch gerne noch ein bisschen zu dem Spiel einlesen und dann später, wie gesagt, im Stream ordentlich mit rein hasseln. Und da können wir da so ein bisschen drüber debattieren. Ja? Gut, gut. Macht's gut. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.